Hallo meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon. Portal in die Unendlichkeit. Hatte ich alle Items abgelegt und so? Scheint so, ne? Ja, hab ich, okay. Mein Geld auch? Nee, mein Geld nicht. Lagern wir mal unser Geld. Und dann geht's weiter. Diesmal mit Teddy und Trickefalo. Mit beiden. Im Teddy wieder gerettet. Ich hab's gar nicht vergessen. Brüller weg. Statistik, Trickefalo. Nee. Taktikwahl, Trickefalo mir nach. So. What? Warum? Ich glaube, ich mache tatsächlich einen Äschern weg, weil ich die Attacke tatsächlich nicht so geil finde. Und Gewissheit ist ganz nett. Warum ist Teddy jetzt auf Level 32 aufgestiegen? Hat er die Erfahrungspunkte, alle, die wir gesammelt haben, jetzt nochmal nach... Ja, hat er. Nachgeschmissen bekommen, okay. Krass. Ich meine, es ist tatsächlich einfach... gar nicht mal so geil, finde ich. Das ist... Also, es ist schon cool... Aber es ist irgendwie halt auch echt dumm. So. Oder nicht? Finde ich das als Einziger? So, ich meine, Teddy war ja halt nicht dabei. Wisst ihr? Er war halt nicht dabei. Ist er jetzt... Jeder... Aua. Aua. Lol. Gemein. Das sind jetzt alle Dingsen. Zwei Goldbarren, das ist nice. Alle Erfahrungspunkte nochmal bekommen hat, ist halt ziemlich OP irgendwie, oder? Also er hat es ja eigentlich nicht verdient, also es ist, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist eine coole Idee, aber irgendwie halt unpassend, dadurch, dass er ja halt gar nicht dabei war. So. Ich weiß nicht. Vielleicht sehe ich das auch als Einziger so. Weiß ich nicht. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich tatsächlich... weiß nicht genau, wie ich das finden soll. Ob ich das jetzt gut finden soll oder nicht. Ist halt... Es ist halt unlogisch einfach so. Wenn ihr versteht, wie ich das meine. Einfach mit Georock-Brox abwerfen. Deponitox, was bist du? Was bist du? Ich kenne die ganzen Pokémon nicht. Das sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. Ein bisschen fett. Aber okay. Glutwüste E3. Ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie lange dieses Projekt noch gehen wird. Weil wir müssen ja jetzt eigentlich prinzipiell nur noch zurück zum Paradies und dann nochmal zum Gletscherberg uns aufmachen, oder nicht? Also das ist ja zum Riesengletscher, so, nicht zum Gletscherberg. Das ist ja so im Prinzip der Plan. Bin ich der Meinung, oder? Habe ich eigentlich irgendwas, was viel Damage macht? Ich glaube nicht, oder? Ja gut, Doppelhieb ein bisschen. Mach ich mal Doppelhieb. Weiter. Oder nicht, so. Und beim Riesengletscher müssen wir dann wahrscheinlich gegen Kyurem kämpfen, schätze ich jetzt einfach mal. Kann man hier irgendwas machen? Sieht auf der Karte so weird aus. Ja, gegen Kyurem kämpfen, wahrscheinlich nochmal gegen Somnium oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das war's eigentlich, oder? Wahrscheinlich erst gegen Somnium, dann gegen Kyurem. Dann den Dingskristall da zerstören. Das ist ja soweit jetzt eigentlich, sag ich mal, der Plan. Ich hätte ganz gern tatsächlich die nächste Ebene. Und auf der hoffentlich keinen Sandsturm, damit wir wieder KP regenerieren können. Das finde ich halt auch richtig dumm gemacht, dass man keine KP mehr regeneriert, nur weil ein Sandsturm oder so ist. Ich meine, das ergibt ja keinen Sinn, so finde ich persönlich.
Du kannst ja trotzdem KP regenerieren, oder nicht? Ist doch... Ich weiß nicht. Also das ganze Spiel ist halt irgendwie nicht so der Hammer, ne? Finde ich. Von vielen Spielmechaniken her oder Spielaspekten her hat es nachgelassen auf jeden Fall im Gegensatz zu den ersten beiden Teilen. Sehr nachgelassen, meiner Meinung nach. Ich meine, es ist immer noch gut und die neue Dungeon-Art und so finde ich auch ganz geil. Bestimmte Dinge, aber vieles halt auch einfach nicht. Schade. Das größte Manke, was ich hier, glaube ich, in dem Spiel habe, ist halt, dass die Story halt Ewigkeiten gebraucht hat, um voranzutreiben. Also voranzugehen, so allgemein. Es hat halt wirklich Ewigkeiten gedauert. So. Das ist ein sehr, sehr großer Minuspunkt, sag ich mal, meinerseits. Weil das war halt auf Dauer einfach nur anstrengend. Einfach nur doof, wenn du so ein Spiel schon spielst. So, und Mystery Dungeon Spiele haben halt eine echt gute Story, finde ich. Dann erwarte ich... Alter, was ist das? Warum ging denn gerade jede Kackattacke daneben? Wegen einem Sandwirbel? Habe ich überhaupt einen Sandwirbel abbekommen? Ich weiß es nicht. Meine Güte. Das ist auch hart, wie oft Attacken hier daneben gehen. Ist mir auch schon ganz oft aufgefallen. Also Attacken hier im Pokémon Mystery Dungeon, Bordale in die Unendlichkeit gehen halt des Todes häufig daneben. Ist unglaublich. Drachentanz. Könnte man machen, mache ich aber nicht. Ich bin nie so ein Fan gewesen von solchen passiven Attacken. Bin immer nur auf Damage gegangen. Und Hypnose und so habe ich auch gerne genommen. Sowas, das geht noch. Also, weiß nicht, Drachentanz oder so? Nee, nicht so meins. Oh, wir kriegen wieder Schaden, ne? Oh Mann. Oh, geht das Pokémon hier? Es ist doof. Finde ich nicht okay. Ich habe halt nichts dagegen. Ich hätte Teddy, ja, aber... Ja. Den müsste ich dann erstmal hier hinkriegen und jetzt gerade Trickgefahr davon. Und warum geht denn so oft meine fucking Attacke daneben? Oh, meine Güte. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht mehr, Mann. Dass viele Dinge in Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit kacke sind, ja. Da war ich stehen geblieben, ne? Gerade das mit der Story, genau. Ich meine, als die Story dann angefangen hat, loszugehen, so, ne, dann ging sie auch stetig weiter, so. Das ist halt geil gewesen. Das ist gut. Aber dass die halt erstmal so Ewigkeiten gebraucht hat, um überhaupt anzufangen. So. Also wirklich anzufangen, sag ich mal. Das fand ich halt doof. Das fand ich halt richtig, richtig doof. Alter. Sind hier zwei von den Viechern? Wo kommt ihr denn her? Jungchen? Dass die Attacken bei diesen Pokémon so oft daneben gehen müssen, was ist das denn? Also das Spiel ist halt, ich weiß nicht, warum geht die Attacke so oft daneben? Also, das ist mir, wie gesagt, das habe ich ja eben schon einmal erwähnt. Das habe ich ja schon öfter gemerkt in dem Spiel hier. Dass bei Mystery Dungeon Portal, also was, das, ja, ich muss jetzt nicht immer den Namen sagen, aber dass bei diesem Spiel hier, wenn die Genauigkeit gesunken ist oder so, oder allgemein auch, dass die Attacken halt einfach des Todes häufig daneben gehen. Holy fuck. Das ist halt übel ätzend. So. Wo ist jetzt? Da ist die Treppe, danke. Und dieses mit dem, wenn Sand ist oder so, das ist Sandsturm. Dass man nicht regen... Ja, geil. Lass mich verarschen jetzt. Also sorry, aber heute ist kein guter Part irgendwie. Also gerade ist echt irgendwie der Wurm auch in dem Spiel drin, habe ich das Gefühl. Okay, Bodenattacken können jetzt regionale Schaden wegen Katapult. Oder so. Scheinbar. Jetzt nicht mehr, okay.
Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Heute ist kein guter Mystery Dungeon Part, habe ich das Gefühl. Doppelhieb ist halt einfach göttliche Attacke. Na, oh, ich wollte gerade sagen, ist das schon wieder Intensität, aber nein, war's nicht. Zum Glück. Oh. Ignivor. Golbit. Alles klar. Einfach den, das A von Golbit gegen einen Igel tauscht, okay. Einfach ein ganzer langer Gang, ne? Über die ganze Karte verteilt. Okay. Lol. Oh Junge. Mach nicht den. Okay, es ist besiegt. Hoiuiui. Ups. Das ist halt. Okay, das ist ein guter Punkt. So, wenn ich mit irgendeinem Pokémon den Platz tausche, dass er trotzdem noch angreifen kann. Das finde ich geil. Tatsächlich. Das finde ich cool. Alter, wie oft geht diese Attacke daneben? Liegt das einfach an den Attacken an sich, an der Genauigkeit? Oder worin liegt das? Also irgendwie? Weiß ich nicht. Weil ich habe halt einfach nur extremst Pech. So, das ganze Spiel über schon. Dass die Attacken die ganze Zeit daneben gehen, etc. Das kann natürlich auch sein. Wieso hat der jetzt doppeltes Tempo bekommen? Wegen dem anderen Pokémon da unten, oder? Klick-Klack. Wow. Also die Namen werden auch immer einfallsreicher, ne? Wie gesagt, ich kenne die ganzen Pokémon ja nicht, also, ne? Deswegen. Aber die Namen sind ja echt... Naja, ne? Klick-Klack. Einfach nur so, weiß ich nicht. Das ist richtig doof, ey. Geh weg. Als ob wir... Es kommt jetzt Intensität. Wuchtschlag, okay, krass. Ist das daneben gegangen, ist, habe ich Glück gehabt, okay. Hierauf. Sind da keine Items mehr, ne? Nee, wieso sie nicht? Hä? Das ist auch ein cooler Raum. Willst du mich verarschen? Weißt du, sieht mich Mini-Moment, ne? So. Und Instant-Intensität. Alles klar. Nein! Aua! 10! Damage! Oben wird nichts sein. Okay, genau. Oh! Leute, aber Pokémon? Du schaffst das. Sehr gut, Rickefalo. Okay, dieses Versammlungscape hat halt echt eine komische Range, oder? Ist halt so minimal von mir entfernt irgendwie gefühlt. Und dann geht das schon los. Komm, das ist nur ein Tackle. So ein. Was ist das denn eigentlich für ein Angriff so? Wenn man einfach nur A drückt. Ist das ein Tackle oder? Ist das kein Tackle eigentlich? So. Aber so, was ist es dann? Einfach nur so. Weiß ich nicht. Ist ja einfach nur einmal so ein normaler Angriff, prinzipiell, oder nicht? EP-Band, what? Was ist EP-Band? Kriegt doch EP für Gymträger nach und nach EP-Punkte. Erfahrungspunkte halt. EP-Punkte, Ja, komm, die Schatzbox brauchen wir nicht unbedingt. Die hole ich mir jetzt nicht extra. So. Wie groß ist diese Ebene? Ja, die Dungeons sind halt riesig, ne? Habe ich das auch schon mal erwähnt? Ich finde, in dem Mystery Dungeons sind die Dungeons im Gegensatz zu den anderen Teilen schon so ein bisschen viel größer. Muss ich sagen. Kommt mir zumindest so vor. Ich weiß, ich kann mich auch täuschen, aber es kommt mir auf jeden Fall so vor. Oh, süß. Oh, komm. Och, wehe. Okay. Oh, Level Up für Teddy. Level 33. Noch eine neue Attacke. Lol. Flammenwurf. Das ist jetzt natürlich schon ganz nice. Flammenwurf kriegst du im Gegensatz zu Glut. Glut braucht er dann ja nicht mehr.
Und ich finde so Walzer und ja gut, Bodycheck vielleicht kann weg, prinzipiell, aber auch, also, er kann es ja noch behalten. Wenn gleich noch eine geile Attacke kommt, wofür ich irgendwas anderes wegmachen müsste. Ne? Teddy, hör auf, Lambo einzusetzen. Das ist gerade nicht so gut. Gegen Nachtara. Ja, so Flambo finde ich ist eine geile Attacke. Kann Teddy auf jeden Fall behalten. Walzer natürlich auch. Walzer finde ich halt echt geil. Also, gerade im Mystery Dungeon ist Walzer halt eine richtig gute Attacke. So. Deswegen will ich schon, dass Teddy die behält auf jeden Fall. Flammenwurf jetzt natürlich auch. Und Gewissheit eigentlich auch. So, dadurch, dass Teddy und ich beide Gewissheit einsetzen können, ist es ja halt ganz praktisch, ne? Da der Damage halt echt gut ist mittlerweile. Georgbrock. Was? Mano. Oh, ich mach halt keinen Damage gegen das Ding, ne? Gewissheit vielleicht? Auch nicht. Schlitzer vielleicht? Schlitzer ist normal, das ist Stahl. Das macht halt keinen Damage. Das Pokémon hätte einfach mein Georgbrock aufgesammelt. Und ist dann abgehauen. Oh, wie gemein. Mein Georgbrock. Aha. Das war mein Lieblings-Georgbrock. Alter, wie wenig Damage mache ich? Ich habe Damage-Reduzierung abbekommen, ne? Alter. Okay. Ah, oh, nächste Ebene. Ah, das war's mit dem Dungeon, okay. Mit Bravour gemeistert. Golddetektor. Yeah. Inzwischen. Es ist schon ganz schön dunkel geworden, was? Wir finden besser schnell einen Weg aus dieser Wüste heraus. Naja, versuchen wir wenigstens so weit zu kommen wie möglich. Die Sonne ist jetzt schon vollständig untergegangen. Wir haben es aber noch nicht aus der Wüste herausgeschafft. Ich denke, lange kann es nicht mehr dauern. Naja, es sieht aber nicht so aus, als würde uns noch jemand folgen. Zu sehr abhetzen müssen wir uns also nicht. Kann sein, aber hier draußen im Freien wollen wir auch nicht wirklich übernachten. Nein, das wollen wir wohl nicht. Also ich glaube wirklich, dass wir aus der Wüste so gut wie raus sind. Nur noch ein kleines Stück. Sicher? Ja, ist das plötzlich kalt? Geht das etwa nur mir so? Es ist auf einmal viel kälter geworden. Nein, mir kommt es auch so vor. Aber es liegt bestimmt daran, dass wir hier in einer Wüste sind. Tagsüber ist es glühend heiß, aber nachts wird es richtig kalt. Und dennoch, es kommt mir fast ein wenig zu kalt vor. Oh, da drüben. Was ist denn? Ich kann ein paar Dünen sehen. Da sind wir erstmal über diesen Weg, lassen wir die Wüste hinter uns. Echt? Ja, nur noch ein Stück. Nicht aufgeben. Was ist das? Dieses Geräusch? Was? Kyurem? What? Kyurem? What? Kikifalo? Nein! What? Trikifalo? Trikifalo? Was zum... Doki? What? Lauf weg, Doki! Doki! Doki, lauf! Doki! Aufhören! Hör bitte auf! Bitte, es reicht! Hör endlich auf! Ich flehe dich an! Lass Doki in Ruhe! Doki ist wahnsinnig wichtig! Ist mir wahnsinnig wichtig, also! Du hast also jedweden Kampfgeist verloren. Dann vermagst du auch die Zukunft nicht zu ändern. Wenn du keinen Kampfgeist mehr hast, muss ich dich auch nicht vernichten. What? Du bist gerade nochmal mit dem Leben davongekommen. Schätze dich glücklich. Moment. Einen Augenblick mal. Was ist? Wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, dann geht die Welt unter, oder?
Warum möchtest du so eine Zukunft, Kyurem? Es stimmt, dass ich den Pfad der Zerstörung gewählt habe. Und wir reden hier auch nicht von einer fernen Zukunft. Schon in ein paar Tagen wird der Kältekern aktiv. Die Welt dreht sich jetzt unaufhaltsam ihrem Ende entgegen. Was? Und dennoch werde ich diesem Schicksal seinen Lauf lassen. Du fragst dich warum? Weil diese Welt erkaltet ist. Die Welt ist erkaltet? So ist es. Die meisten der Pokémon hier interessieren sich nur noch für sich selbst. Sie misstrauen allen anderen Pokémon. Sie denken nur an sich. Die Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung, mit der sie der Zukunft entgegenblicken. Die negative Energie jedes einzelnen Pokémons hat sich aufgeschaukelt. Hat ein gemeinsames Ganzes geformt und wuchs immer mehr heran. Bis sie schließlich den Kältekern gebar. Der Kältekern hat die Macht, diese kalte Welt zu zerstören. Damit aus den Trümmern eine neue Welt entstehen kann. Oh, die Stimme. Der Kältekern? Eben weil ich dies weiß, habe ich nicht vor, die Zerstörung der Welt zu verhindern. Die Welt ist wirklich schrecklich kalt. Und auch die Gefahr ist wahre Gestalt. Die Stimme des Lebens ist da keine Ausnahme. Die Stimme des Lebens ist die Stimme allen Lebens in der Natur. Das klingt großartig, nicht wahr? Aber es handelt sich um nichts weiter als um die Stimme der egoistischen Bewohner dieser Welt. Sie ist nichts weiter als der egozentrische Wille dieser kalten Welt. Hast du die Lichter gesehen, die in letzter Zeit zum Himmel aufsteigen? Die Lichter, die zum Himmel aufsteigen? Ja, du meinst... wir haben neulich ja nicht vom Hügel aus Hügel in Rastatt aus zum Himmel aufsteigen sehen. So, kurz mal einen Schluck getrunken. Aber keiner wusste, was es mit diesem Lichtern auf sich hat. Diese Lichter sind Menschen, die zu Pokémon geworden sind und nun wieder in ihre eigene Welt zurückkehren. Was? Zu Pokémon gewordene Menschen? Ja. Menschen, die Trickefallus Nachricht erhalten haben und zu Pokémon wurden. Dachtest du etwa, dass Doki wäre ein Einzelfall? Es gibt noch viele andere Menschen, die hierher gebracht wurden. Doch ich habe sie alle bezwungen und in ihre Welt zurückgeschickt. Kyurem, hast die Menschen besiegt, die zu Pokémon geworden waren? Ganz egal, wie sehr ihr euch dagegen sträubt, die Zukunft ist unabänderlich. Oh Gott. Euer Schicksal steht bereits seit dem Tag eurer Geburt fest. Und es gibt absolut nichts, was ihr daran ändern könnt. Falls Doki allerdings nicht vorhat, die Zukunft zu ändern, dann lasse ich euch ziehen. Aber merkt euch eins. Solltet ihr weiterhin vorhaben, die Welt zu retten, dann werde ich euch nach Leibeskräften daran behindern. Die paar Kratzer, die Doki heute davongetragen hat, werden nichts im Vergleich dazu sein. Widersetzt ihr euch, teilt Doki das Schicksal all der anderen Menschen, bevor ich sie aus dieser Welt verbannte. Merke dir meine wandernden Worte. Vergiss sie und du wirst es bereuen. Alles klar. Puh. Wir haben es irgendwie überstanden. Doki! Oh nein, Doki rührt sich nicht. Was soll ich denn jetzt bloß machen? Wenn ich schnell etwas unternehme, wird Doki noch... Aber, was kann ich nun tun? Du meine Güte, was soll ich nur tun? Ja, da sind sie ja. Dort drüben. Nein, nicht da, dort drüben. Hey, wirklich? Ja, du hast recht, da sind sie. Hey! Ah. Ach, Emolga und... Okay, gut, ich wusste nicht, wer das gesprochen hat tatsächlich. Ja, Emolga und auch Dummiesel. Ein Glück, dir geht's gut. Ihr zwei wart so lange weg, da haben wir uns Sorgen gemacht. Wie habt ihr... Ach, das ist jetzt egal. Bitte, wir müssen schnell Hilfe holen. Doki ist schwer verletzt. Oje, sieht ganz so aus. Dummiesel. Hol sofort alle her. Ja. Hier können wir nichts für Doki tun. Wir müssen Doki irgendwo hinbringen, wo man die Verletzungen behandeln kann. Möchtest du den bisherigen Spielstand speichern? Ich weiß nicht, ja.
will ich. Und zum Hauptmenü, glaube ich. Ja. Langer Part, Leute. I'm sorry. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!